Peace. So, und weiter geht's hier auf unserer Hofbergmann. Na, so. So, weiter geht's. Wir haben hier in der letzten Folge noch ein bisschen mit dem Boden gemacht, nachdem wir hier mit dem Komposter fertig waren. So, jetzt machen wir die Halle, die hier steht. Ne, so, und da fangen wir an. Erstmal mit der weißen Keramik. So, dann gehen wir hier zu dem Durchfahr-Silo. Ne, gehen wir genau hier, ne, an die Wand hier. Und dann zählen wir hier, ne, 1, 2, 3. Und den dritten hier, den gehen wir hier lang. Und dann sehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und beim 21. machen wir dann zwei Stück hin. Ja, soweit hoffentlich klar. So, dann gehen wir jetzt hier Richtung Komposter. Ja, dann machen wir dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die wir freilassen und machen hier beim 9. ein hin. So, ne, und das ziehen wir dann bis an die Wand. Ich glaube, das waren, keine Ahnung, waren wir 1, 2, was soll die Scheiße denn? Ich habe doch gar nicht da drauf gedrückt, du Arschloch. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Die machen wir auch auf 2. So, und dann haben wir das jetzt schon mal so. Ne? Und so, dann gehen wir jetzt hier in die andere Richtung. So, da machen wir jetzt auch hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann beim 9. Ne, hier lassen wir wieder 8 frei, ne, wie wir hier auch. Und dann machen wir hier auch wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 beim 9. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier beim 9. Und das ist dann so wie auf der anderen Seite. So und so. Dann können wir hier die zwei Reihen hier aus der Wand rauskloppen. So. Ja, so. Dann gehen wir nämlich hin, schnappen uns die Fichtenbretter und kloppen die hier drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal. Und dann machen wir eine Reihe mit Eichenbrettern. So, ich werde mir das mal sortieren. Ne, also wir machen hier mit der Fichte, machen wir 8 Stück und dann machen wir einmal die Eichenbretter. Ne, damit kloppen wir jetzt einmal komplett hier alles zu. Ne, auch hier, ne, hier auch. Ne, auch hier. Ne, so, und dann hier, dann einmal rum, ne, 8er Höhe und dann einmal rum oben mit dem Eichenholz nochmal. Ne, dann kloppen wir das jetzt erstmal so zu. Und dann geht es gleich weiter, wenn wir das hier einmal hochgezogen haben. So. Ne? So sieht das dann jetzt aus. Ne, wenn wir das jetzt einmal hochgezogen haben. Ne, natürlich haben wir hier an den Toren jetzt noch was zu tun, weil so hoch lassen wir die nicht. Ne? Das machen wir jetzt noch eben. Ne, und zwar machen wir die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, das heißt, hier oben machen wir noch zwei Reihen. Haben wir noch zwei Reihen dran. So. Ne? Machen wir das jetzt nochmal eben. So. Dann haben wir das nämlich auch. So. Und so. Ne? Dann haben wir das jetzt so. So, dann brauchen wir jetzt das Fichtenholz noch weiter. Genau. So, dann haben wir ja hier drei solche Streben. So, und an diesen Streben orientieren wir uns nämlich nochmal. Und dann machen wir hier 1, 2, 3 und machen hier einen hin. Waren das 3? Ja, doch, ich glaube, das waren 3. Ne? Dann ziehen wir hier einfach komplett die Wand nach hinten. So auf 2, nee, auf 3, glaube ich. Ja, doch, auf 3. So, und das machen wir jetzt bei jedem. Ne? Dann machen wir hier wieder 1, 2, 3, die wir freilassen. Und ab dem 4. fangen wir dann an, hier so eine Zwischenwand noch zu ziehen. Die ist dann 3 hoch. Ja, so, dann machen wir hier auch nochmal 1, 2, 3 und dann so. Und so. Und so. Na, doch, genau, das waren 3. Doch, doch, das waren 3. So, dann gehen wir hin. Mit den Eichenbrettern gehen wir nochmal nach hier oben. Und dann machen wir hier zwei Stück
Und hier an den Streben, ne, machen wir zwei Stück. So. Und hier auch. Und dann hier auf der anderen Seite auch so. Bam, bam. Ne? So. Dann haben wir das schon mal. So, dann. Genau, dann nehmen wir uns, nein, hier eine Steinstufe. Ne, und mit der Steinstufe machen wir dann hier komplett ein Dach drauf. Ne, das machen wir auch hier bei den Streben. Ne? Pass auf, da zeige ich euch das jetzt mal. Ne, dann machen wir hier jetzt so das Dach. Ne, dann geht das ja hier drauf. Noch so. Und dann guckt das noch ein drüber. Ne, dass wenn man dann von unten guckt, dann ist das da so ein drüber. Ne, und so machen wir denn jetzt hier das komplette Dach mit der Steinstufe einmal so drauf. Ne, so. Das ist schon mal die erste Aufgabe. So, die zweite Aufgabe ist mit den Eichenbrettern, haben wir ja hier an den Streben, ne, die, so die zwei gemacht. Ne? So, und diese Strebe ziehen wir hier einmal komplett durch die Halle. Das ist nochmal extra so eine Stabilisierung, sagen wir mal, so fürs Dach. Ne? So, gehen wir hier noch, ziehen wir da nochmal so Holzbalken lang. Ne? So, und dann noch, jetzt haben wir nicht nur die Decke, sondern jetzt schnappen wir uns nämlich noch den Andesit, den ganz normalen Andesit, und machen hier in der kompletten Halle einmal den Boden rein. Kompletter Andesitboden. Ne, hier, da, ne, komplette Halle Andesitboden machen wir jetzt. Und mit der Steinstufe kloppen wir jetzt hier ein Dach komplett drauf. Ne? So, und wenn wir das fertig haben, dann geht's weiter. Oh. Und so sieht das jetzt aus. Ne? Dann haben wir hier Decke drauf, Boden drin. Und ich habe gerade noch mal geguckt. Ich habe hier nicht drei gemacht, sondern vier. Ja, das heißt, wir müssen jetzt hier einen noch mal wegnehmen und da dann den Boden hinmachen. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, nämlich jetzt. So sieht das nämlich aus. So, und dann haben wir hier nämlich mit den Eichenbrettern noch so ein ganz komisches. Da ist noch, ich weiß wirklich nicht, was das sein soll, aber es ist da. So, dann gehen wir hier in so einen Raum jetzt quasi. Ne? Dann machen wir hier zwei Stück und dann machen wir hier und dann haben wir hier wieder zwei. Ne? Dann haben wir hier 2, 3, 4. Ne? Dann haben wir hier zwei. Hier zwei und wir fangen halt genau an der Mauer an. Ne? Und hier haben wir halt vier Stück, wie gesagt. Ne? So, pass auf, dann ziehen wir das nach hinten. Dann haben wir hinten auch nur zwei. Ja, so, und dann ist das komplett. Ich weiß auch wirklich nicht, was das sein soll. Ja. Aber es ist auf jeden Fall da. So. Na, so, dann haben wir jetzt das. Ne, das machen wir dann hier noch dreimal. Das ist in jedem Raum. Oder halt, was auch immer das sein soll. So, und dann machen wir, jetzt müssen wir mal neu sortieren. Wir brauchen jetzt das und wir brauchen das. Also, wir brauchen, ich nehme hellgrüne Glasscheibe und wir brauchen eine Andesitmauer. So, erstmal fangen wir an. Weil hier sind nämlich noch Fenster drin. So, wir fangen hinten an der Wand an. So, dann gehen wir hier jetzt erstmal hoch. Ne? So, wir lassen hier oben eins. 2, das heißt, wir fangen beim dritten an. Und dann haben wir hier von der Seite auch noch 2. Und dann machen wir die so. Und dann machen wir 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir hier noch 2 Stück, bis die Mauer kommt. Also wir haben hier 2 und hier 2. Das heißt, wir sind hier genau in der Mitte. Dann ist da jetzt so ein Fenster. So, und das machen wir hier überall. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin. 1, 2 und dann 1, 2, 3, 4 und dann 1, 2. Gucken wir. Okay, passt. Ne, und dann haben wir hier unser Fenster. So, und so machen wir das jetzt immer weiter. 1, 2, 3, 4, so, zack. So, und dann haben wir hier und hier. So, und dann machen wir das hier nämlich auch nochmal. 1, 2, 3, 4 und zack. So, ne, dann haben wir hier jetzt die Fenster. So, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt erstmal das, was ich euch hier gezeigt habe. Machen wir jetzt erstmal hier, hier und hier noch. Und dann machen wir hier an den Seitenwänden nämlich noch die Fenster. Ne? Aber jetzt machen wir erstmal hier diese Holzkacke hier. Jetzt machen wir das erstmal hier überall in jedes Ding einmal rein. Ne? Und dann geht es sofort weiter. So.
Ja, dann haben wir das einmal gemacht, überall. So. Und jetzt nehmen wir uns hier wieder unsere Glasscheibe und jetzt brauchen wir noch die Andesitmauer. Der Rest hier, den brauchen wir gar nicht. Den können wir jetzt wegkloppen. Jetzt geht es nur um diese zwei Sachen hier. Ne? So. Pass auf. Und dann fangen wir jetzt hier an. Und dann machen wir das so. Pass auf. Gehen wir hier hin, ne, wie wo wir unsere Fenster gemacht haben. Gehen wir hier lang. 1, 2. Und dann fangen wir hier an rauszuschlagen. Ziehen das komplett rüber und fangen von hier an. 1, 2. So, das heißt hier, ne? Das heißt, wir haben dann jetzt so 3, aber von hier oben gesehen haben wir nur 2. Und dann ziehen wir das so lang. Ne? So, das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Ah, so. 1, 2, 3. So, genau. Dann ziehen wir das hier so lang. Ne? So, und dann machen wir das komplett voll hier mit Glas natürlich. So. Und hier auch nochmal. So. Zack. Ne? Und jetzt nehmen wir uns die Andesitmauer und teilen das in drei Fenster auf. In so drei solche Viererfenster. Ne? Das heißt, wir gehen hin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, und dann machen wir hier, machen wir dann so eine Strebe rein. Und dann haben wir so ein Fenster. So, das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. 1, 2, 3, 4. So. 1, 2, 3, 4. Da und dann 1, 2, 3, 4. So. Na, dann haben wir hier jetzt so. Zack. Dann. Ja, Quatsch. So, na, dann kann das weg. So. Und dann haben wir es. Das wär's. Das ist unsere Halle. So sieht sie aus. Mehr machen wir nicht. Ne? Das war's schon. Das ist jetzt hier unsere Halle. So. Ne? Dann machen wir in der nächsten Folge, kloppen wir dann hier das Silo noch hin. Und wenn wir dann hier das Silo hingekloppt haben, dann gucken wir, dass wir hier den Rest vom Boden hier, weil hier zwischen kommt ja noch was hin. Ne, hier zwischen dem Kompost und der Halle, da kommt ja noch was hin. Es ist aber auch nur was Kleines. Genau, ne, das gucken wir. Aber in der nächsten Folge kloppen wir jetzt hier erstmal das Silo hin. Ne, und dann würde ich sagen, ja, soll es das jetzt erstmal soweit gewesen sein. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Peace.